Ist das eine Hitze? Ey, das glaubt man gar nicht. Freunde, herzlich willkommen zur 10. Ausgabe der Channel News. Ja, das ist nun schon die 10. Woche in Folge, an der eine Channel News Folge kommt. Eine Woche an der. Ja, auf jeden Fall. Heute die 10. Channel News Ausgabe. Es ist jetzt nicht irgend so ein Jubiläum, dass ich irgendwelche besonderen Themen oder irgendwie sowas habe. Nee, es wird genau so eine Folge wie jedes andere Mal auch. Los geht's! Ja, es ist die 10. Folge Channel News. Ich hoffe, das bleibt doch so bei, dass jede Woche jetzt so ein Video kommt. Anfangs habe ich ja sogar noch gesagt, also im letzten Video 2018, ja im Jahresrückblick, habe ich ja angekündigt, was 2019 soll es passieren wird. Da habe ich auch unter anderem gesagt, dass jede Woche in Form eines Videos montags um 10 Uhr ein Uploadplan kommt. Die ersten 7 Wochen hat es funktioniert, dann in der 11. Woche nochmal, seitdem nie wieder. Ja, jetzt haben wir schon Kalenderwoche 35. Wie man sieht, funktioniert das noch wunderbar. Ja, jetzt haben wir halt den Upload, den Uploadplan habt ihr sogar doppelt jede Woche, ja. Ihr habt ihn hier im Video, ja, das ist ja eigentlich ein Uploadplan hier. Und dann nochmal am Ende des Samstagabend-Streams, also des Stream-Projekts. Dem Fall Mario Galaxy 2. So, wir beginnen aber jetzt erstmal mit dem Thema. Und zwar am Sonntag startet. Ey! Am Sonntag startet nämlich ein neues Format. Es ist eigentlich kein neues Format, doch eigentlich schon. Ihr wisst eigentlich schon, was es ist. Und zwar die Top und Flop 5 wie Schmecks Kombination. Dazu habe ich hier schon so eine Tabelle gemacht, wo ich hier wieder alles ausgewählt habe. Das kennt ihr noch hier auch. Hä? Ah, hier stehen sogar noch die ganzen. Das sind die guten Sachen, ja. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt nicht lesen. Hier unten sieht man, da fehlt irgendwie was, weil ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Man kann es auf jeden Fall noch ein bisschen lesen, muss ich wieder neu hinschreiben. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ja, der Käsekuchen mit Thunfisch ist wieder dabei. Das ist, für mich war das mal das Ekelhafteste. Ob es wirklich auf Platz Flop 1 ist, das werdet ihr dann sehen. Spätestens am 29. September werdet ihr es sehen, falls es wirklich auf Platz 1 ist. So, was haben wir noch? Dann erwähne ich noch was von den Guten hier. Kartoffelpüree mit Chips. Als ich nämlich die Liste ausgewertet habe, da habe ich mir ja wirklich jedes Wie schmeckt's Video nochmal angeguckt und habe da die Punkte genau aufgeschrieben. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass der Kartoffelpüree mit Chips so gut geschmeckt hat, dass der in den Top 5 ist. Also, das hätte ich wirklich nicht gedacht und kommt hier noch besser. So, also ab Sonntag auf jeden Fall die erste Folge Top und Flop 5. Wir werden Flop 5 und also Platz von Flop und Top 5 werden wir uns anschauen. Ja, und das wieder probieren. Auf Top 5 kann ich mich freuen, auf Flop 5 da. Na, das ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht legen wir sogar diesmal noch eine Schippe drauf. Ich weiß nicht. So, als nächstes, ja, Minecraft, wie oft will ich das eigentlich noch in Channel News sagen? Minecraft geht bald zu Ende, ja? Unter alle Minecraft-Fans, ich hab's ja, die Folge habt ihr nicht gesehen, die kommt am Samstag, kommt ein Teil der Folge und am Sonntag, so eine Minecraft-Folge wie die Folge, die am Sonntag kommt, habt ihr schon lange nicht mehr gesehen, also ganz ehrlich. Da wollte ich nämlich eigentlich ein großes Thema ansprechen. Und habe aus Versehen die ganze Zeit nur über eine Person geredet, die zu dem Thema natürlich passt. Ja, keiner passt hier. Ja, auf jeden Fall, da könnt ihr schon mal gespannt sein. Ja, Minecraft geht am 15. September zu Ende. Das ist ein Sonntag, das ist der zweite Sonntag, nee, der dritte Sonntag im September. Und ich habe ja gesagt, ja, ich habe in Minecraft gesagt, ich habe, glaube ich, auch mal irgendwann in den Channel News gesagt, dass noch 14 Folgen fehlen. Ja, ich muss noch 14 Folgen aufnehmen. Ein paar dieser Folgen habe ich aufgenommen, klar, für diese Woche hier jetzt. Ja, allerdings, was ist das denn hier? Meine Wunde geht wieder auf, verdammt. Allerdings, ja, waren es nicht 14 Folgen, wie ich rausgefunden habe, sondern 15.
Und nee, ich habe mich irgendwie nicht verzählt, weil ich habe schon richtig gezählt, ja. Ich habe ja nur die falsche Zahl hingeschrieben. In meinem Heft da hinten, wo ich immer die ganzen Titel und die Daten und was weiß ich alles eintrage. Ja, wisst ihr, habe ich schon mal 2015 gezeigt, ja. Von dem ganz alten. Habe ich zwar die Zeit noch nicht drin stehen gehabt, da war nur der Name und alles. Zeige ich euch jetzt nicht mehr, aber ihr müsst wissen, wie das aussieht. Ja, da habe ich wohl Folge 192, glaube ich, habe ich vergessen. Habe hingeschrieben 91 und 93. Ja, da habe ich natürlich, ich gucke nicht immer die Zahlen, ich habe dann einfach nur durchgelesen, wie viele, durchgezählt, wie viele noch fehlen. Ja, wie viele ich noch nicht aufgenommen habe, wo halt noch nichts steht, außer die Partnummern. Da fällt einem natürlich nicht auf, dass die 52, was habe ich jetzt, 50, die 92 fehlt. Ja, also das waren halt 14, jetzt fehlen noch 15. Jetzt geht das natürlich nicht mehr auf mit den 2 Wochen, weil 2 Wochen haben genau 14 Tage und es fehlen noch 14 Folgen. Jetzt fehlen keine 14 Folgen mehr, weil das hier ist jetzt die vorletzte Woche. Ja, deshalb habe ich mir überlegt, die erste Woche ist ja jetzt gerade diese Woche hier, ja, vom 26.8. bis zum 1. September, also bis am Sonntag. Dann die nächste Woche kommt nix von Minecraft, also in Videoform, in Let's Play. Also in Let's Play Form, sondern da kommt mal wieder Banjo-Tooie in der Woche, ihr müsst das langsam wissen. Aber die eine Folge, die noch fehlt, mit einem Livestream. Dieser Livestream, der kommt allerdings nicht dann am, ja, einen Tag vorher, am 14. oder halt am 13. Nee, der kommt eine Woche vorher, nämlich am 6. September, das heißt nächsten Freitag, ja, also beziehungsweise nächste Woche kommen wieder 2 Livestreams. Ja. Und in diesem Livestream, das wird noch mal ein besonderer Minecraft-Livestream. Bisher hatten wir, ja, ich glaube sogar nur einen richtigen. Das andere, das war irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das war. Ja, auf jeden Fall. Ja. Kommt halt da der Livestream und in diesem Livestream, ja, das wird nicht nur ein Livestream sein, das ist ja schon was Besonderes, nee. Dieser Livestream wird nämlich die letzte Ausgabe der Kommentare lesen Folge, ja, das wäre dann Folge 11. Da werde ich dann nochmal die ganzen Kommentare vorlesen, so wie wir das in den vorherigen 10 Teilen schon hatten. In der Wii U Edition hatten wir das auch ein paar Mal, ich glaube 3 Folgen waren es da. Ja, mal gucken. Das geht bestimmt im nächsten Minecraft-Projekt weiter, Ultimate bzw. Minecraft 20 oder wie auch immer das heißt. Ich habe immer noch keinen Namen gefunden. Ist ja auch noch ein, ja, 2 Monate Zeit circa. Ich weiß noch nicht, wann ich das beginne. Ende Oktober, Mitte Oktober, Anfang November, irgendwie sowas um den Dreh, keine Ahnung. Ja, und die letzte Woche wird natürlich dann vom 9.9. bis zum 15.9. sein. Und am 15.9. kommt natürlich dann die letzte Folge. Minecraft, die PlayStation 4 Edition. Ja, wenn ich das so sage, ey, das glaubt mir einfach kein Mensch. Doch, das glaubt mir jeder, aber. Ja, so, dann endlich mal eine, ja, wie nennt man das? Es ist einfach nur eine Nachricht. Ja, und zwar, endlich geht mein Kanal mal wieder in eine andere Richtung. Ja, nicht, dass einfach nur Comedy-Videos kommen. Videos. Oder einfach irgendein Genre von Let's Plays oder Videos. Sondern die Horrorprojekte gehen wieder los. Ja, ich habe nämlich massig Horrorprojekte gefunden. Massig Horrorprojekte hatte ich schon. Manche muss ich mir noch kaufen. Und was auch immer. Ja, auf jeden Fall Layers of Fear 1 und 2. Und irgendwie auch das DLC von 1 oder so. Ich weiß nicht. Wenn es da überhaupt ein DLC gibt oder das sind irgendwelche Update-Dateien, die man sich kaufen muss oder irgendwie sowas oder ein Add-on, ich weiß selbst nicht, was das ist. Dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, aber ich werde es wahrscheinlich auch noch selbst rausfinden. Layers of Fear 1 und 2, beziehungsweise Layers of Fear 1 startet entweder nächsten Montag oder nächsten Freitag. Ne, das war komplett gelogen, das kann einfach eigentlich jeden Tag. Ja, okay, am Montag wird, Sonntag kann es dann theoretisch eigentlich auch kommen. Ich weiß noch nicht, wann es kommt, ja? Ich weiß nicht, wann ich dazu komme, das aufzunehmen. Banjo-Tooie hat auf jeden Fall am Wochenende erstmal Vorrang, das muss ich zuerst aufnehmen. Allerdings, ja. Allerdings, ich hab's euch versprochen. Layers of Fear wird nicht das erste Projekt. Das erste Horrorprojekt jetzt im Moment dann sein. Klar, wir hatten vor kurzem
Limbo, das ist ja eigentlich kein richtiges Horror-Game, es wird zwar immer als Horror-Game betitelt, aber ich glaube, keiner findet, dass das ein Horror-Game ist. Dann The Forest Hardcore, das ist schon Horror genug. Nee, eigentlich nicht. Es ist nur Horror, wenn die Rehe wieder vor mir auftauchen. Ja, aber ich habe Gott sei Dank noch kein einziges gesehen. Da kommt ja nur montags eine Folge und das auch immer um 11 Uhr. Und deshalb muss es natürlich auch ein Format geben. Ein Horrorprojekt, meine ich. Das noch jetzt dazwischen kommt. Ja, damit die Wartezeit auf Layers of Fear nicht so lang ist, kommt noch ein Horrorprojekt von dran. Das kommt wie immer, wie gewohnt, dann um 20 Uhr. Ja, also ein drittes Video, beziehungsweise im Moment ein zweites Video. Ich werde auch eher jetzt in nächster Zeit Qualität vor Quantität vorziehen. Ja, ihr wisst es. Lieber bessere Videos als zu viele. Den Fehler, den begehe ich schon seit 5 Jahren. Nee, eigentlich nicht. Ich versuche mich wirklich immer an die Qualität zu halten. Nur mein PC spielt da halt nicht mit. Und nicht nur mein Rechner, sondern irgendwie der komplette PC mit samt Zubehör, mit was weiß ich sogar, mit Tastatur. Ja, denn nicht mal die Tastatur reagiert wirklich. Und die ist eigentlich noch neu. Ja gut, die habe ich jetzt schon bestimmt ein Jahr oder so, ich weiß es nicht. Aber die war da noch neu. Jetzt ist sie irgendwie ganz dreckig und eingestaubt. Eingestaubt, ja, eingestaubt. Stream Layers of Fear. Ja, und welches Projekt kommt und wann das startet, dazu kann ich wirklich noch nichts sagen, weil ich nicht weiß, wann ich dazu komme. Eventuell nehme ich es heute noch auf. Eventuell morgen, wenn ich das morgen aufnehme, muss ich mich tierisch beeilen. Weil ich habe nämlich vor, dass morgen um 20 Uhr, also am Donnerstag um 20 Uhr, die erste Folge kommt. Kann aber auch sein, dass es dann am Freitag kommt. Am Freitag, da kommen dann 3 Videos. Wenn es bis am Samstag nicht gekommen ist, dann kommt es halt nicht. Ja, auf jeden Fall. Welches Projekt das sein wird, das werde ich euch nicht verraten. Hehehe. Vor allem, weil ich noch keins habe, was so kurz ist. Na gut, ich habe da eins, aber na, ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Eigentlich kommt überhaupt kein. Horror-Games sind bei mir noch nie gut angekommen. Deshalb habe ich das auch lange nicht mehr gemacht. Aber ist auch egal. So, am Freitag kommt ja die, oder letzten Freitag ist die letzte Folge Susanne süchtig nach Käse rausgekommen. Da habe ich ein bisschen Kritik erhalten. Aber manche sagen, ich habe es gerade noch so gerettet. Mit der Aktion, dass wie heißt der, der Christoph Grissi nochmal gekommen ist, ja, und hat sie wieder mitgenommen. Weil sie hat den Douglas erschlagen, ja. Und dazu kommen jetzt am Freitag, am 30. August, die Outtakes, ja, nicht nur zur 5. Folge, sondern zur, ja, ich glaube, oder, ja, von der 2. oder der 3. Folge an sich, ich weiß nicht, ich glaube eher von der 2. Folge bis zur 5. Folge. Von der 1. Folge habe ich leider die Aufnahmen nicht mehr. Die habe ich leider gelöscht. War ja Anfang des Jahres. Irgendwann, dritter Sonntag im Monat, im Januar. So, und am Samstag dann nochmal der dritt- oder viertletzte, ich würde mal sagen. Ja, wahrscheinlich schon der drittletzte Mario Galaxy 2 Stream. Danach geht es ja wie gewohnt weiter mit dem Stream-Projekt, für was ihr abgestimmt habt. Nämlich für Zelda Twilight Princess HD Hero Mode. Ja, Hero Mode. Ich will immer Master Mode sagen, aber nee. So, Freunde, das war's. Wir haben jetzt. Das ist doch mein Stein ernst. Eins. Was zur Hölle? Ich habe den wieder aufgefangen. Eins. Zwei. Ja. Privet. Tschüss. Bitte was?